Nein, Purzel. Wie Purzelbaum ohne Baum. Purzel. Also, gnädige Frau, was war da? Da war gar nichts. Ich meine, da waren schon welche. Pullover auf dem Wühltisch im Sonderangebot, aber das waren ja ganz kleine. Und ich habe ja Größe 44. Und ich sage immer zu meinem Mann, diese kleinen, engen Pullover, die sollen nur die ganz jungen Mädchen tragen. Ach so. Dann haben Sie also diesen Pullover nur angezogen, um festzustellen, dass er Ihnen zu klein ist. Ja, ja. Er war ja auch zu klein. Ja. Warum haben Sie ihn dann nicht wieder zurückgelegt auf den Wühltisch? Das hab ich doch. Nein, das haben Sie nicht. Den anderen haben Sie zurückgelegt, aber den nicht, den haben Sie anbehalten. Und dann haben Sie den Ihren drüber angezogen. Aber da haben Sie Pech gehabt, weil der nämlich drunter rausgeschaut hat. Herr Kommissar, ich schwöre, das war nicht meine Absicht. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt, dass ich den drunter angehabt habe. Okay, das müssen Sie doch gemerkt haben. Der muss doch zwickt haben überall, wenn er zu eng war. Aber nein, der hat wunderbar gepasst, der 38er. Ah, und deswegen haben Sie ihn mitgenommen. 44, 95. Sie schauen wirklich nicht so aus, als ob Sie sich das nicht leisten könnten. Nein. Klauen Sie oft? Zweimal ist es mir passiert. Aber das kommt ja nur daher, dass... Sagen Sie es am Onkel. Das ist nur eine Ersatzbefriedigung. Für was? Meine Ehe ist nicht sehr gut. Und in den Illustrierten steht doch immer, Kleptomanie ist doch nur eine Ersatzbefriedigung. Meine Frau hat mich heute auch noch nicht am Kopf gekrault. Ich gehe nicht im nächsten Laden rein und klar einen Pullover, der mir zu eng ist. Entschuldige, Papa, wenn ich dich störe, aber... Ja, was ist denn? Na, das ist doch Wahnsinn persönlich. Stell dir vor, beim Steidler am Seilbrucher. Wer ist denn das? Na, den kennst du doch. Steidler ist mein Mathelehrer. Na, die sind durch den Keller durch und haben ein paar Bötel mitgenommen, die wo er geerbt hat. Und außerdem ein Bargeld auch noch. Ja, mein Gott, das ist sehr bedauerlich, aber da kann ich auch nichts machen. Ich habe am Steidler versprochen, dass ich dir die Sache sofort melde und dass du dich persönlich drum kümmerst. Na, Karle, du weißt doch, dass das Angelegenheit vom Einbruchsdezernat ist. Ich komme nicht um alles kümmern. Komm, du weißt doch, dass ich Mathe einen 5 habe. Ja. Na schau, und wenn du dich jetzt um diesen Einbruch kümmern darfst, dann wird mich doch der Steidler sofort mit ganz anderen Augen anschauen. Du weißt was, jetzt gehst du mal heim und arbeitest ein bisschen was. Vielleicht kriegst du dann einmal einen 4er in Mathe. Dann schaut dir der Steidler automatisch mit anderen Augen an. Scheiße. Hast du was gesagt? Nein. Ja, der Kurze. Ein schöner Gruß an die Mama. Es wird heute später. Sie soll sich mit dem Essen einrichten, gell? Ja, ich geh jetzt erst mal zum Training. Ja, ja. Nur nichts an. So, Frau Purzel. Jetzt strick mir ein Pullover weiter. Ich wollte meine Kugel schreiben. Ja. Der da? Ja, das Schwierigste für so einen Hund ist, dass er den Figuranten nur noch verbellen darf, wenn der mal stehen bleibt. Ja, Loco, dafür sind sie ja schließlich dressiert. Ach, das musst du mal vorstellen. Du jagst einen, dann möchtest du backen und dann darfst du nicht mehr. Aber für so einen Hund ist das der Wahnsinn persönlich. Ja, Loco, die werden auch entsprechende Fehlerquoten haben. Ah, grüß Gott, Herr Breiter. Ach, der Kalle, grüß dich Gott, wie geht's dir? Was macht die Schule? Ah, der Wahnsinn. Das ist übrigens mein Freund Wolfgang Heller. Wolfgang, grüß dich. Du interessierst dich auch für unsere Polizeihunde? Ja. Und wer ist denn das? Das ist unser Schmusi. Der soll ein bisschen laufen, dass er nicht so fett wird. Naja, so dick ist er auch noch nicht. Na, außerdem haben wir es natürlich noch mitgenommen, damit sie mal sieht, was richtige Hunde sind. Ja, ja. Na, jetzt mal aufpassen, beide, dass unsere Polizeihunde nicht gebissen werden von der Schmusi, nicht? Ja. Ach, übrigens, Herr Breiter. Ja. Was ist denn mit dem Axel los? Ist der krank? Ich meine, weil er nicht mitmacht. Unser Axel, ja, der macht mir zurzeit ein bisschen Sorgen. Wieso denn? Ja, unseren Axel, den werden wir demnächst ausmustern müssen, leider. Wenn du mal einen guten Bekannten weißt mit einem schönen Gartenanwesen. Das wird ja für 20 Jahre schon das Teppich hoch.
gestorben ist. So ist brav, Axel. Ja, komm ruhig rein, wenn ich dabei bin, tut er nichts. Wer ist näher? Er ist der Axel. Und das ist der Herr Schöninger. Sei schön brav, Axel, denn der Herr Schöninger gehört zu uns. Ah, das ist aber nett, dass ich noch zu euch gehöre. Und er? Er gehört am Feldmeier. Das heißt, er hat ihm gehört. Er ist halt schon 9 Jahre alt und deswegen wird er ausgemustert. Ja, und? Ja, der Feldmeier hat jetzt einen neuen. Und weil er in seiner kleinen Wohnung keine 2 halten kann, da. Ja, ja, ja. Da hab ich ihn sozusagen in Kommission. Natürlich nur bis der Breit einen neuen Platz findet. Aha. Und bis dahin kommt der Hund wieder dahin, wo er her ist. Wieso? Gell? Streichel doch erst einmal. Er ist ganz lieb. Danke, der Hund kommt aus dem Haus. Der war für einmal berühmter Hasch unter Axel. Wir haben keinen Hasch. Der Feldmeier hat mir erzählt, er hätte mal 20 Kilo in einem LKW gefunden. Ja, dafür ist er ein Hasch und. Ja. Außerdem hat er im letzten Jahr bei der Prüfung 280 von 300 mögliche Punkte bekommen. Und? Ja, die Pelzdiebe vor 4 Jahren in der Schwandaler Straße, die hat er angeschnappt. Ist mir nichts bekannt. Na, auf jeden Fall, wenn der Axel mal loslegt, da waren sie ihn persönlich. Na, ansonsten ist er natürlich extrem gutartig, sagt der Breiter. Dann frage ich mich nur, dass er ihn ausmustert, wenn er so ein Wunderhund ist. Na, mein Gott, alt werden wir alle mal. Ist das eine Spitze? Wieso? Na, ich mein, der Axel ist eben auch ein Beamter, genau wie der Herr Breiter oder der Herr Feldmeier oder. Oder ich. Ja, oder du. Der Axel wird eben auch langsam zu alt für seinen Job. Ich freue mich auf meine Pensionierung. Dann bleibe ich den ganzen Tag daheim. Ja, du hast ja auch ein schönes Platz. Karl, jetzt sei doch einmal vernünftig. Ein Schäferhund kehrt im Garten. Sagt der Name schon, nicht im 4. Stock. Ja, dann schätze mal, wie viele Schäferhunde in München in Mietswohnungen leben. Das gehört ihm verboten. Sollen Sie die Leute doch was klein zu schaffen? Ein Mops oder ein Rehfinscherl, aber kein Schäferhund. Schäferhund muss laufen. Na, das ist doch gar nicht so schlimm. Schau, der braucht doch bloß 1,5 Stunden neben dem Radl und 1,5 Stunden Entleerungsauslauf pro Tag. Was war das? Entleerungsauslauf. Na, da bewegt man den Hund bloß, damit er gescheit. Scheißen kann er. Von lauter Entleerungsauslauf machst du überhaupt keine Hausaufgaben mehr. Ja, aber ganz im Gegenteil, Papa. Da wüsste du wenigstens, für was ich arbeite. Außerdem ist der Karl ja bloß in Mathe ein bisschen schwach. Eben. Das ist doch das Wichtigste. Rechnen ist das Wichtigste im Leben. Bist du vielleicht auch einen Hund? Ja, schaden tät's wirklich nichts. Fürcht mich schon manchmal, wenn du Nachtdienst hast. Okay, im 4. Stock, hier tut doch keiner was. Was? Okay. Wegen dir habe ich Angst, dass du mal überfallen wirst, wenn du nachts dauernd unterwegs bist, allein mit deinem Fahrradl. Ja, ich setz mir dann einen Hund auf die Wegstange. Geschmarrn. Ich bin doch bewaffnet. Und wer bürstet den Hund? Was? Ja, aber so ein Hund, der braucht doch Bürsten. Der tut das nicht. Vielleicht am ersten Tag. Hast du eine Ahnung? Und die Steuer und die Versicherung, die zahle ich. Und was der frisst? Ach, okay, das Fleisch hole ich bei der Freibank. Und die Steuern, die zahle ich von meinem Taschengeld. So viel kriegst du gar nicht. Ich hab mit dem Wirt vom Haxensepp ausgemacht, dass ich jeden Tag eine Stunde abspüre. Dafür krieg ich 20 Mark die Woche. Und außerdem jede Menge Haxenknochen umsonst. Ja, weiß denn der Mann nicht, dass Kinderarbeit verboten ist? Hilf lieber der Mama beim Abspülen. Ja, ist das etwa keine Kinderarbeit? Nein. Gute Nacht. Ja, da brauchst du gar nicht so schauen. Ja, wissen Sie, solange er noch im Dienst ist, da braucht er schon sein Kilo am Tag. Aber seit er nicht mehr im Dienst ist, da reicht es, wenn ich ihm einen Pfund gebe. Kriegt halt ein gescheites Beifutter und viele Vitamine. So ist brav, braver Axel. So, jetzt müssen wir aber heim. Herrle muss in die Schule. Ich hab gemeint, du magst Hunde. Nein. Nein, seit wir die meinen Alfie überfahren haben, nein, mag ich keinen. Was, du hast einmal einen Hund gehabt? Was für ein rauer Dackel. Wenn ich mit dem fortgegangen bin, da hat mir der ganz genau gesagt, wenn Schluss war für mich.
Erst nach der dritten Masse, da hat sich der so aufgeführt, dass er gehen muss. Das war ein Hund. Was ist denn mit dir? Fährt dich doch nicht so auf? Ich möchte bloß zu meinem Radl. Kalli, Kalli, schnell, schau doch dein Hund, der spielt verrückt schnell. Auslassen, du Sauhund. Axel, aus, pfui, Bus. Axel, hier, sitz. Ist das einer Hund? Ja. Da schauen Sie her, was der gemacht hat. Bissen hat er mit, Bissen hat er mit. So und mein Jacken hat er mit. Das kann man zahlen. Ja, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Das werden wir dann schon sehen, ob das schlimm ist. Grüß Gott, Herr Walter. Ach, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Schöninger. Ja, die Frau Gmeindlisser. Jetzt haben wir uns aber schon lange nicht mehr gesehen. Ja, wissen Sie, ich war in Tölz 2 Tage bei meinen Schwestern. Ach, okay, da hätten Sie doch ruhig nur ein bisschen länger bleiben können. Nein, wissen Sie, es war etwas Dringendes, eine Anzeige. Ja, natürlich haben Sie eine Anzeige, was sollen Sie denn sonst haben? Aber ich habe jetzt leider keine Zeit. Ja, es handelt sich aber um Geld. Erbschaft? Nein, nicht. Aber im Hausgang in der Herrenstraße, da haben 2 Kraftfahrzeuge den Hauseingang versperrt. Ach, ja, wie packen wir es denn, hä? Lassen wir es abschleppen? Sie, das ist eine Idee. Ja, ich habe eigentlich mehr an einen Strafzettel denke, aber natürlich vom Abschleppen, da verdient ja die Stadt viel mehr Geld. Frau Gmeindlisser, Sie kriegen die Bürgermedaille. Ja. Ich schicke dann jemand vorbei. Was, jemand vorbei? Ja, das müssen Sie vielleicht schon gleich machen, sonst sind die weg. Ja, im Moment habe ich leider was Wichtigeres zu tun. Na, Sie trauen ja bloß was, nicht. Was, Daddy? Na, Sie trauen ja bloß nicht, weil Sie keine Fremdsprachen können. Denn der eine ist ein Österreicher und der andere ein Ami. Du, Moment mal, Papa. Sie ist wegen am Axel. Der hat vom Hals. Sind Sie der Besitzer von dem Hund? Nein, aber der Besitzer von dem Kind. Sie? Ihr Hund hat mich gebissen und hat meine Jacken zerrissen. Ich sage Ihnen was, ich war beim Arzt. Das gibt eine Rechnung für Sie. Und noch von mir eine Anzeige. Jetzt red du. Ja, das war so. Der Axel hat vom Haxensepp auf mein Radl aufgepasst. Und da ist er dem Herrn nicht seine gestanden. Naja, und wie er wegfahren wollte. Eine Anzeige wegen Körperverletzung, damit Sie es nur wissen. Seit wann haben Sie denn einen Hund? Ich hab keinen, er hat einen. Und eine neue Jacken. Ja, ich bin doch versichert. Das Zeug. Au! Den Zeitwert zahlt die Versicherung. Ja, das wäre ja noch schöner. Wenn Sie sich schon so einen brutalen Hund halten, dann müssen Sie auch für einen Schaden aufkommen. Ja, das sieht man doch sofort, was das für ein Hund ist. Was hat er denn? Ich habe ihm doch nichts getan. Doch, Frau Gmeindlisser. Angeschaut haben Sie. Und das mag er nicht. Das ist nämlich ein gescheiter Hund. Brav, Axel. Braver Hund. Gescheiter Hund. Mama? Elisabeth? Ja, was ist? Ich möchte eine Erklärung. Ja, bitte? Wie kommt der Fleischberg in meinen Eisschrank? Ach das ist das Gekröse, das der Kalli auf der Freibank gekauft hat. Das stimmt. Ja, das stimmt. Irgendwann stimmt das. Außerdem ist es viel billiger, wenn man es im Großen kauft. Hier ist dein Bier. Wo ist der Bur? Auf seinem Entleerungsauslauf. Natürlich. Ach. Na, keine Wurst. Such! Such, Axel, such! So, jetzt kannst du meinen Einsatz sehen. Wie wird man eigentlich Herrschutz? Na, anfangen tut's meistens damit, dass ein Hund besonders gern apportiert. Das ist ein Spiel für ihn. Ja, und dann sorgt der Hundeführer dafür, dass das Apportel nach Hasch riecht. Ja, und dann gewöhnt sich der Hund langsam an den Geruch. Wenn er dann fertig ausgebildet ist und man sagt, such, dann sucht er so lange, bis er Hasch gefunden hat. Und der Axel hat einmal 20 Kilometer LKW gefunden. Da. Der hat die Nase, der Wahnsinn persönlich. Und wieso glaubst du, dass er ausgerechnet da was findet? Da schaut er doch einmal die Nummernschüttel an. Das sind doch lauter Exoten. Nein, das weiß man doch. Der meiste Stoff kommt über die Türkei. Ja, danke. Schaut. Typisch.
Na komm, Axel. Such. Axel, auch ein komischer Name für einen Hund. Na, ich bin froh, dass er nicht Schmusi heißt. Den Namen wollte meine Schwester geben. Geh, Schmuseli, du hast schon recht. Du, ich glaub, da hat was. Soll da was versteckt sein? Ah, du, das sind ziemlich raffinierte Dealer. Weißt, die bauen doppelte Böden ein. Oder sie verstecken es im Reifen. Das nützt ihnen natürlich alles nichts. Weißt, die Haschmoleküle, die sind so leicht, die gehen durch jeden Stoff durch. Ja, und das spannt der Hund natürlich sofort. Verstehst? Locker. Ja. So ist brav, Axel. Brav, Hund. Du, ich glaub, da ist einer. Muss weg. Wir sind mit den Hunden spazieren gegangen. Was? Und da hat der Axel, der hat eine Katze gesehen und das wollte er fangen. Und Sabotage in meinem Auto. Komm raus, wir gehen zur Polizei. Na, bloß das nicht. Der Papa ist entstanden und nimmt meinen Axel weg. Raus, wenn ich sage. Raus! Ich hau ab. Komm, Axel. Moment. Ein Saubär. So müssen wir auch zusammen. Tut sehr weh. Kannst du mal hingehen und zünden dir auch noch eine? Wahnsinn. Da komm, du aber, sag dein Vater Bescheid, das ist Körperverletzung. Nein, ich glaub, der täuscht dich. Weißt, wir haben uns ja schließlich unberechtigt unter sein Fahrzeug aufgehalten. Und da hat er laut Gesetzgeber das Recht, sein Eigentum zu verteidigen. Ich kann schmarrn, du bist bloß zweig, dass dein Vater zum Sohn. Ach was, da kenne ich mich besser aus als du, glaub mir das. Aber weißt was, ich lade jetzt ein zur kleinen Brotzeit beim Haxensee. Dann können wir über die ganze Sache reden. Wieso ausgerechnet beim Haxensee? Na, da habe ich doch Prozente. Das Schwierige ist bloß, wie ein Axel wieder sauber kriegt. Der ist ja völlig voller Öl. So ist brav, Axel. Ein braver Axel. Gleich aus. Ja. Ja, was ist denn da los? Mei, hast du ihn jetzt erschreckt? Sag einmal, spinnst du? Du bist schon wach? Ja, normalerweise schlaf ich um Mitternacht. Was ist denn das für eine Sauerei? Ja, mei, ein Dreckert war er halt, der Axel. Wir müssen ja schließlich alle einmal warten. Aber nicht in meiner Wanne! Ach so, ein Impuls auf! Der will ins Bett, der geht ins Schlafzimmer. Komm, nein, Axel, da geh her. Da geh her. Schön. Da, der geht ins Schlafzimmer. Der will ins Bett. Jetzt musst du mir schon erklären, was die Sauerei da bedeuten soll. Ja, so eine Baderei braucht halt seine Zeit. Deswegen wollte ich das Bad am Tag nicht benutzen. Du, den Schmarrn kannst du am anderen erzählen, aber nicht in meiner Wanne. Was denn hier für Krach? Da, jetzt hast du mal aufgeregt. Also, Herr Flor, er ist arbeitslos, sagen Sie, seit wann? Seit 55. Seit 55. Und was war denn nun vom Beruf? Ledig. War immer nur ledig. Ja, und ich meine, Leben tut er von Leben? Soll leben, soll Sozialempfänger ist. 22 Mark. Ledig und kriegt 220 Mark Sozialhilfe. Und was er früher gearbeitet hat, das wissen Sie nicht. Früher? Ja, vorher. Dreher. Früher. Nein, Dreher. Dreher. Hat er noch Eltern? Schuld. Alle zwei? Schuld. Das ist traurig. Hat er einen Vormund? Wozu? Brauchen Sie einen Vormund? Also, Herr Flor, dann sagen Sie mal bitte noch einmal, was für eine Religion er hat. Deutsch. Ja, ich meine, Herr Flor, ist er katholisch oder ist er evangelisch? Deutsch. Lass mal das. So, grüß dich. Und jetzt bräuchte ich noch, sagen Sie, hat er akademische Würden? Wer akademische? Nein, und zu seiner Würde. Nix. Ist er vorbestraft? Einmal wegen Betrug. Also 53. Erzählen Sie mir mal ein bisschen genauer, was er da gemacht hat. Ja. Um was geht's denn? Um ihn?
Ja, warum redst du da in der dritten Person? Du bist die dritte Person. Wenn ich direkt anspricht, dann sagt er nichts, dann bleibt er stumm. Er kann über sich nur reden, als ob er über jemand anderen spricht. Psychologe? Beim Kollegen Heindl ist er in besten Händen. Okay, was kommst du denn jetzt, Chef? Du, die hat schon zweimal angerufen. Mama, was willst du denn? Du, die Fürste. Kann ich dich bitte einen Augenblick sprechen? Du, ich bin da herin im Dienst. Komm heraus vor die Tür. Herr Chef! Herr Flor, da spielt die Musik, also jetzt erzählen Sie. Was war da mit der Vorstrafe bei dem Herrn? Du magst mir direkt Angst, Mama. Ja, du mir auch. Was ist denn? Vor einer Stunde geht's Telefon. Ah? Frau Steidle. So? Ja, die Frau von Kars Mathematiklehrer. Ah, und was? Oh, nichts Besonderes. Hat mir nur mitgeteilt, dass er auf gar keinen Fall den Axel nehmen wird. So? Ja, und kannst du mir vielleicht erklären, wieso die Frau dazu kommt, mir zu sagen, dass sie unseren Axel nicht nehmen wird? Da schau, jetzt hat der Bub einen Sechser in Mathematik. Was? Weil er nur noch den Hund im Kopf hat. Also der Sechser ist zwar ein Fünfer, aber bitte red ruhig weiter. Beim Steidle haben sie eingebrochen letzte Woche. Ja, und was geht das uns an? Ja, ich habe ihn gefragt, ob er einen ausgezeichneten Wachhund braucht. Ohne uns zu fragen? Na ja, schau, da hätte der Hund einen Auslauf und einen Garten. Es hat doch keinen Wert mit dem Hund. Schau, der verstopft unseren Kühlschrank, der beißt die falschen Leute, der Bursch spielt nur noch Polizei. Der fällt uns ja nur durch in der Schule. Ja, und da willst du den armen Hund an fremde Leute geben? Da hätte er einen Garten. Ja, jetzt hätte er schon zwei. Und einen Auslauf. Ich hab den Steidle gefragt. Da hab ich gesagt, geben Sie meinem Buben Nachhilfestunden. Kriegen Sie den Hund dafür. Umsonst, wir brauchen nichts zahlen. Da war er einverstanden. Ja, er schon, aber Sie nicht. Hm? Das ist doch typisch. Keinen Willen, keine Durchsetzungsvermögen. Und sowas wäre das Pädagoge auf unsere Jugend losgelassen. Das ist doch der Wahnsinn per se. Was ist das? Also, Karl, Franz, weißt du, manchmal verstehe ich dich wirklich nicht. Du müsstest doch als Polizist auch ein bisschen Psychologe sein. Entschuldige, das beweise ich doch, weiß Gott. Der Karl ist schlecht in Mathe. Ja. Also, was muss man tun, dass er besser wird? Lernen oder Nachhilfestunden? Schmarrn. Wenn du bei deinem Sohn was erreichen willst, dann nur über den Hund. So, da schauen Sie, Herr Schöninger. Ist dieser Haxel? Ja, ist sie. Sie es selber zu legen oder soll ich sie machen? Nein, nein, das machen Sie, das können Sie wissen. Hast du recht? Ja, das ist ein Elefantenfuß. Denkt dir nichts, Papa. Darauf kriege ich ja Prozente. Also, Kali, pass auf. Nach langer Debatte habe ich beschlossen, dass der Axel die nächsten 4 Wochen noch da bleiben darf. Ehrlich? Nur Probezeit. Aber wenn du bis dahin in Mathematik nicht mindestens eine 3 hast, dann muss er wieder weiter. Klar? Willst du etwa, dass ich Nachhilfestunden nehme? Das schaffst doch du allein. Freilich, Papa, du. Du, ich werd büffeln, sag ich dir. Der Wahnsinn persönlich. Du, bei der Gelegenheit magst du nicht einmal einen anderen Spruch einfallen lassen für dieses Wahnsinn persönlich. Logo, Papa.